Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Motofuzzi. Ja, heute ist der, der 30. Heute ist der 30. Und in der Sonne sehe ich schon, ich müsste mal wieder waschen. Was heißt wieder? Ich habe noch nie gewaschen. Und ich muss euch sagen, ich bin ein bisschen böse. Das stand in der Garage die ganze Zeit. Ihr werdet jetzt wieder sagen, der spinnt und so. Aber es hat sich eine Katze an ihm zu schaffen gemacht. Ich hoffe, es sind keine Kratzspuren zu sehen. Ich sehe hier schon was, aber die hat sich auf den Sitz gesetzt. Also der Sitz scheint sehr, sehr bequem für Katzen zu sein. Da waren überall kleine Katzenspuren hier. Und die ist dann, ein paar Mal darauf gehüpft. Ja, das ist nicht so schön, aber damit muss man leben. Ja, ich bin aus Berlin zurückgekommen. Ich habe hier noch die andere Kamera jetzt mal so provisorisch erstmal wieder rangemacht. Nachher werde ich ja das noch mit Strom, mit richtiger Verkabelung hier machen. Ich wollte euch mal eine Stelle gerade zeigen, ein paar Neuigkeiten erzählen, so nach Berlin. Natürlich versuche ich möglichst nicht allzu viel über Berlin zu erzählen, denn vielleicht wisst ihr ja schon, da bin ich jetzt nicht so der große Fan davon. Aber sowas darf man ja immer alles gar nicht sagen. Das war jetzt schon wieder viel zu viel. Jetzt gibt es schon wieder Daumen runter. Der hat was über Berlin gesagt. Und deshalb versuche ich mich immer möglichst neutral zu äußern oder gar nicht. Denn nur die positiven Videos, die machen Freude und die bringen Spaß, nicht wahr? Ich würde euch auch gerne was anderes bringen, aber der Algorithmus oder ihr mit den Kommentaren sagt mir, dass ihr sowas nicht sehen wollt. Auch mal irgendwas von der anderen Seite gesehen, was Negatives. Negatives ist immer schlecht. Und das wollt ihr nicht sehen, das merke ich ja immer schon. Und deshalb versuche ich mich da immer ein bisschen zurückzuhalten. Es gibt immer mal Sachen, habe ich jetzt letztens wieder gesehen. Deine Videos sind toll, aber dann kommt es immer, Leute, dann schreibt mir doch bitte gar nicht erst rein. Ja? Ihr müsst mal selber sehen, wie das ist, wenn man so einen Kommentar schreibt. Klar, heißt wieder, er kann keine Kritik vertragen, ja, ich weiß. Aber wenn ihr schon was Positives schreibt, weiß ich, deine Videos sind toll, aber, und dann kommt der Knaller, irgendwas Negatives, dann hat sich das mit dem, ja, dieses Positive, was ihr als erstes erwähnt habt, hat sich schon gleich wieder in Luft aufgelöst. Also schreibt es dann lieber erst gar nicht oder so. Aber egal, schreibt, was ihr wollt. Aber wie ich immer sage, jeder kann sehen, was er will. Ne? Schaut euch doch deinen anderen Kanal an. So, jetzt kommen wir zu der wichtigen Sache, was ich euch erzählen wollte. Und zwar werde ich es gleich hier einblenden. Und zwar in dieser Position, Achtung. Ich glaube, es war ungefähr hier, piep, hier war es. Da blende ich mal alles gerade ein. Und zwar, ihr werdet es nicht glauben, ich habe selber nicht geglaubt, dass ich doch noch von Google Maps, von diesem Google Street View Wagen abgelichtet werde. Und genau an dieser Stelle, ich hatte ihn durch Zufall gesehen, also wenn man ihn nicht sieht, dann weiß man auch nicht, wo man abgelichtet wurde, wenn überhaupt. Aber ich hatte ihn gesehen und dachte mir, wenn in ein paar Monaten das vielleicht da erscheint, gucke ich mal einfach mal rein. Und dann habe ich mir letztens kurz vor Weihnachten mal die Stelle angeschaut und dachte, naja, vielleicht ist ja das Material schon geupdatet worden. Und siehe da, es war tatsächlich so. Also es hat irgendwie nur ein, zwei Monate gedauert, bis das Foto von diesem, oder dieses 360-Grad-Foto von Street View auf einmal vorhanden war. Wo fahren wir denn lang? Fahren wir hier lang. Und das könnt ihr sehen, da bin ich noch mit meiner Honda Forza 350 2021 mit freundlicher Genehmigung von Servi Honda in Fuentirola rumgekreist. Das war vielleicht sogar der Tag, wo ich damals zum Friseur gefahren bin. Also ganz genau kann ich es mir nicht mehr erinnern. Aber irgend sowas in dem Dreh, das könnt ihr euch anschauen. Schaut es euch mal an.
Fand ich irgendwie ganz witzig. Vielleicht seid ihr ja auch irgendwo drauf. Dann könnt ihr mir das in die Kommentare schreiben. So, das, ich hatte so einige Sachen, die ich euch erzählen wollte nach dem Urlaub. Oder weiß ich, Urlaub ist das für mich ja eigentlich nicht. Die Sonne strahlt. Wir haben 21 Grad laut Honda Temperaturmessergerät. Und ich habe sogar am gestern, glaube ich. Nee, doch gestern. Gestern habe ich einen Anruf am Flughafen, als ich im Berliner Flughafen kurz vorm Einchecken war oder kurz vor der Sicherheitskontrolle, habe ich einen Anruf von Paketdienst bekommen, dass er das Paket zustellen möchte. Sei ja etwas schlecht. Ich bin gerade in Deutschland. Und naja, da hat das beim Nachbarn abgegeben. Und das waren meine Fußrasten. Ja, ja, ja. Ja, und sieht gar nicht mal so schlecht aus. Sieht wirklich sehr schön robust aus. Ich bringe das nachher mal. Halbe Stunde haben wir noch. Ich fahre schnell mal zu Luis vorbei. Ich hoffe, der ist da. Ich bringe ihn das mal vorbei. Der soll sich das mal anschauen. Im Januar sollen sie das montieren. Da habe ich ja dann meine Ölwechselgeschichte da. 1000 Kilometer Service. Und da werden sie das und hoffentlich auch die USB-Buchse, die ja hoffentlich endlich eingetroffen ist. Ich bin sehr froh, wieder hier zu sein. Und was wollte ich denn noch sagen, Mensch? Über die Woche in Berlin kann ich nicht viel sagen. Wie gesagt, Verwandtschaft, Freundschaft. Ich war relativ viel essen. Und das habt ihr auch von mir. Da habt ihr wahrscheinlich da auch mal euren Daumen runter gegeben. Von mir auch schon gehört, in Spanien bin ich ja nicht so super zufrieden mit dem Essen. Da sagt mir das in Deutschland oder Österreich oder Bayern oder Schweiz. Also auch besonders auch immer so die südlichen Gefilde da, Alpenland und so. Sagt mir sehr viel besser zu, das Essen, als hier in Spanien. Aber jeder hat da seine andere Meinung, wie üblich. Ja, was haben wir noch? Die Fußrasten habe ich erzählt. Heute Morgen schaue ich aufs Thermometer, 25 Grad auf dem Balkon. So muss das sein. So fühle ich mich wohl. Ich habe natürlich jetzt auch schon wieder, obwohl, das, hier habe ich gerade mein Futter rausgenommen aus meiner zweiten Kombi. Nee, wie sagt man? Keine Ahnung. Ich sage einfach Kombi. Scheißegal. Zweite, was ich mir hier gekauft hatte, da kann man ja auch noch was reinmachen, diese Auskleidung da, diese Wärmegeschichte. Habe ich gerade mal rausgenommen, weil das heute schon wieder zu heiß ist. Und bei der anderen habe ich es drin gelassen. Als ich dann in Berlin ankam, habe ich mir erstmal eine schöne Erkältung geholt oder Grippe oder Schnupfen oder Covid, keine Ahnung. Und falls jetzt einer fragt, gibt er mal ganz genau, warst du denn nicht beim Covid-Test? Nein, ich war nicht beim Covid-Test. So. Haben wir das auch erledigt. Ja, ist immer noch am Abklingen im Flugzeug. Gestern konnte ich es ganz gut unterdrücken. Es war gestern Nacht, hatte ich dennoch ziemliche, wie sagt man, Schüttelfrost im Bett dann gehabt und so. Aber ich hoffe, dass es jetzt wirklich am Abklingen. Morgen ist Silvester. Da bin ich auch bei Claire eingeladen. Und wir gehen da irgendwie indisch essen. Das hatte ich, glaube ich, auch schon mal im Kommentar geschrieben. Einige hatten mich gefragt, hier, weiß ich, mit meinen Freundinnen und Freundschaften und Bekanntschaften. Wo fahre ich denn lang hier? Fahren wir doch einfach nochmal. Ach, wir waren ja noch nie am Riesenrad unten. Ich fahre mal zum Riesenrad. Das habe ich ja auch noch nie gesehen. Wir haben ja ein Riesenrad. Ich glaube, das gleiche Riesenrad, was wir in Malaga hatten, das ist jetzt nach Benalmádena gewandert. Das schauen wir uns gerade mal an, wenn ich da... Ich hoffe, da ist nicht zu voll jetzt. Ja, wie ihr sehen könnt, die Leute gehen in kurzen Hosen teilweise. Das wäre mir persönlich doch schon zu kalt. Meistens sind es ja dann die Touristen, die in kurzen Hosen, die haben dann die kurzen Hosen mitgenommen und haben gesagt, naja, wir fahren nach Spanien, müssen wir auch die kurzen Hosen anziehen. Aber ich trage ja sowieso fast nie kurze Hosen. Aber ja, ich bin irgendwo abgestorben und ich habe jetzt keine Ahnung mehr, wie und wo, warum und wieso. Aber ich sag's euch einfach nur noch mal so, einer hat gefragt, ja, was ist denn jetzt da? Hast du jetzt die Freundin, hast du die Freundin nicht mehr und so? Ja, vielleicht, wenn man mal irgendjemanden mitgenommen hat und dann ist derjenige vielleicht nicht mehr da und sowas. Da kann das natürlich sein, dass man diese Fragen aufkommen. Aber dazu werde ich nichts beantworten.
Und ich werde nur das sagen, was ich sagen will. Ansonsten, wenn ich irgendwas falsch oder zu viel gesagt habe, dann schneide ich es natürlich nachher noch raus. Ansonsten, wenn wir die mal hier überholen kurz. Haben die hier jetzt, die Striche haben sie hier weggemacht. Ja. Ja, ich werde nicht mehr erzählen, was ich zu meinem Privatleben und so weiter, was ich nicht will. Und wenn ich was erzähle, dann erzähle ich es halt oder ich erzähle es nicht. Und ja, ich glaube mir, das ist ein ganz gutes Konzept. Und so ist es vielleicht am besten. Ja, das wollte ich noch dazu sagen. Das ist eine Triumph, okay. Ich verstehe. Meine kleine Kamera. Oh, die kleine Kamera leuchtet immer noch. Tja, die XADV ist einfach schneller als eine Triumph. Jetzt kommen gleich wieder die Dinger hier in den Kommentaren. Das stimmt doch gar nicht. Das war doch auch nur ein Spaß, Leute. Ich verstehe das immer nicht mit dieser Protzerei von PS und schneller und langsamer. Ich bin nicht so ein Typ. Oh, hier wird gebaut, glaube ich. So, da fahren wir mal zum Riesenrad, mal sehen, wie das aussieht. Wie riesig das ist. Ob es ein kleines Riesenrad ist oder ein großes Riesenrad. Boah, warum ist denn das so sandig hier? Ist ja furchtbar. Royal Enfield. Kann ich ja auch nicht mehr testen. Ach, hier darf man auch nicht rein. Na super. Und wie kommen wir denn bitte schön zur keine Ahnung. Aber das ist ja ein bisschen merkwürdig alles. Wie kommt man jetzt noch da? Hier dürfen wir rechts fahren oder was? Ich habe keine Ahnung. Bin ich noch nie gefahren, muss ich sagen. So, das erste Mal fahren wir in diese Straße. Ach doch, konnte man wahrscheinlich schon immer fahren, oder? Oder nee, haben die vielleicht geändert. Egal, ich quatsche immer zu viel. Ich glaube, der Vlog wird schon wieder 300 Kilometer lang. Kann man es schon sehen von hier? Ja, kann man. Und hier gibt es einen Kreisverkehr. Es wird auch immer verrückter hier. Mama mia. So, mal sehen, was sie da alles noch geschlossen haben. Wie weit wir da rankommen. Also hier parke ich normalerweise, hier kann man auch weiterhin parken. Haben sie, glaube ich, jetzt wieder ein bisschen vergrößert, oder? Aha, hier ist also das Riesenrad. Ja, ich weiß nicht, ob das das gleiche ist wie in Malaga, aber es ist ziemlich groß auf jeden Fall. Naja gut, das haben wir alles Mögliche vom Urlaub gequatscht oder auch nicht. Und ich denke mal, jetzt fahre ich noch zurück. Falls mir doch noch was einfällt, werde ich es noch erzählen. Ach, so viel Platz nimmt das eigentlich gar nicht weg. Haben sie ganz schön gemacht.
kleiner Weihnachtsmarkt, der jetzt geschlossen ist. Ich hoffe, ich habe mich nicht allzu oft wiederholt. Wird mir auch immer angeprangert. Hier darf man ja auch nicht mehr. Wie kommen wir denn jetzt hier wieder raus? Und ansonsten, wie ihr seht, ja, es ist sehr warm, ja. Möchte ich mich erstmal verabschieden. Ja, das ist der letzte Vlog sicherlich in diesem Jahr. Ich bedanke mich bei euch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir sehen uns dann und hören uns dann im nächsten Jahr wieder. Ich glaube, ich muss hier jetzt rechts fahren. Jetzt kommen wir hier nicht mehr raus. Und bis dahin. Happy New Year! Alles Gute. Und ciao, ciao. Das war's vom Motofuzzi aus Spanien. Bis dann. Ciao, ciao.